So, wir beginnen mit C-Dur. Spielt sich so, greift sich so. C-Dur. Ab der zweiten Saite gespielt. Ist ebenfalls so möglich als A-Dur mit Barré. Ab der zweiten Saite gespielt. Ebenfalls möglich so. In E-Dur-Griffweise. D-Dur, Standard, ab der dritten Saite. In A-Dur-Spielweise, ab der zweiten Saite. Und komplett hier im 10. Bund in E-Dur-Spielweise. E-Dur, Standard. Ebenfalls in A-Dur-Spielweise ab der zweiten Saite. Und in E-Dur-Spielweise wieder eine Oktave höher, aber das lohnt sich nicht richtig. Dann F-Dur. Als Barré-Griff so, ohne Barré-Griff so, ähnlich wie C-Dur. Dann aber erst ab der dritten Saite. G-Dur, Standard so. Auch so möglich mit Ringfinger. Auf der vorletzten Saite im dritten Bund. Als Barré-Griff in E-Dur-Spielweise. Oder in A-Dur-Spielweise im 10. Bund. Dann A-Dur, Standard. Ab der zweiten Saite. Als Barré-Griff in E-Dur-Spielweise. Und eventuell, aber das ist etwas hoch, im 12. Bund als A-Dur-Spielweise in Oktave. Dann H-Dur gibt es eigentlich nur als Barré in A-Dur-Spielweise. Oder in E-Dur-Spielweise im 7. Bund. So, das waren die weißen Tasten sozusagen auf der Klaviertastatur. Jetzt die Zwischentöne, die schwarzen Tasten, das wäre ein Cis-Dur im 4. Bund in A-Dur-Spielweise. Logischerweise, wenn im dritten Bund C-Dur war, ist im vierten Bund derselbe Akkord Cis-Dur. Auch möglich, da oben im 11. Bund. Nee. Der 9. ist das natürlich. Dann Dis-Dur, wenn im 5. Bund A-Dur-Spielweise D ist, dann ist im 6. Bund A-Dur-Spielweise Dis-Dur. Oder im 11. E-Dur-Spielweise. Dann die nächste schwarze Taste, ein Fis. Das haben wir hier in E-Dur-Spielweise. Hier 9. Bund A-Dur-Spielweise. Dann ein Gis. Wenn G-Dur hier im 3. Bund E-Dur-Spielweise ist, dann ist Gis-Dur im 4. Bund E-Dur-Spielweise.
oder entsprechend im 11. Bund A-Dur spielweise. Dann bleibt noch als letzte schwarze Taste das B oder A-Is. Das haben wir im 1. Bund A-Dur spielweise. Oder, so wie A im 5. ist, ist eben A-Is im 6. E-Dur spielweise. Das waren alle Major-Akkorde, das bedeutet alle Dur-Akkorde. Jetzt noch alle Moll-Akkorde. C-Moll. Dritter Bund. Ich gehe jetzt wieder davon aus, von A-Moll-Spielweisen oder E-Moll-Spielweisen. Jeweils verschoben mit Barré. Das heißt, C-Moll ist A-Moll-Spielweise im dritten Bund. Ab der zweiten Saite. Unterschied also, C-Dur ist A-Dur-Spielweise dritter Bund, C-Moll ist A-Moll-Spielweise im dritten Bund. Und jetzt wird viel verschoben, das bedeutet also Cis-Moll ein halber höher, also ein Bund höher, vierter Bund A-Moll-Spielweise, dann D-Moll. Gibt es auch ohne Barré, so. Mit Barré-Spielweise klingt etwas voller im 5. Bund A-Moll-Spielweise. Ab der zweiten Saite. Dann Dis-Moll würde ich einfach einen Bund hochschieben, das Ganze. Also 6. Bund A-Moll-Spielweise. E-Moll Standard, den hatten wir schon. Sehr einfach. Als Barré, A-Dur Spielweise im 7. Bund. Die Oktave ebenfalls möglich, hier oben in E-Moll Spielweise. Aber etwas umständlich. Dann F-Moll. Wenn F-Dur so war, ist F-Moll so. Fis-Moll einfach verschoben, so. Im 2. Bund E-Moll spielweise. G-Moll ganz einfach noch weiter verschoben. Gis-Moll noch weiter verschoben. Diese ganzen gibt es natürlich auch da oben jeweils in A-Moll-Spielweise. Das heißt, F-Moll hatten wir eben so, in A-Moll-Spielweise so, im 8. Bund und entsprechend natürlich Fis-Moll, G-Moll, Gis-Moll. Dann A-Moll ist ja gerade einer der Standards hier. Auch oft gebraucht im 5. Bund als E-Moll spielweise. Dann A-Is-Moll, also auf Deutsch B-Moll, 1. Bund. A-Moll spielweise, ebenfalls möglich hier. Im 6. Bund E-Moll spielweise. Dann H-Moll. Einer hoch verschoben im 2. Bund. Oder entsprechend im 7. Bund E-Moll spielweise. Damit sind wir auch alle Moll-Akkorde durchgegangen. Jetzt gibt es noch 7er Akkorde, auch oft gebraucht. Und zwar gibt es die großen 7er und die kleinen 7er, also Major 7 und Moll 7 sozusagen. Das heißt C7. Der Unterschied ist der kleine Finger. Einmal C-Dur weg, C7 hin. Cis7 wird gespielt als Barré, so wie Cis-Dur
war so in der A-Dur-Greifweise, vierter Bund. Der siebener wird einfach der mittlere der drei losgelassen. Oder wieder entsprechend hier oben im neunten Bund, so war Cis-Dur in E-Dur-Spielweise und entsprechend auch hier der mittlere loslassen für Cis-7. Cis. Dann D, D-Dur, D-7. Oder als Barré, D-Dur, D-7, der mittlere weg. In A-Dur-Stellung oder in E-Dur-Stellung, hier oben im 10. Bund, D-Dur, D-7. E-7, so wie E-Dur, nur mittlerer weg. Oder Voll-E-Dur spielen und der kleine Finger hier dazu im 3. Bund auf der vorletzten Saite. Hier ist auch möglich, so wie C7 zu spielen. Verschoben. Die Leerseiten kann man mitspielen, weil das ist ja gerade E. Dann F7 als Barré, so wie F-Dur war, nur mittlerer losgelassen. Dann Fis7 im 2. Bund das gleiche. G7 ohne Barré anstatt so wandert der Ringfinger in den 1. Bund. Dadurch muss man umgreifen, also so. Als Barré entsprechend in E7 Greifweise. A7, so wie A-Dur, dritter los, also mittlerer loslassen, wie immer kann man es so machen. Man kann auch entsprechend wie bei E7 hier was mit dem kleinen Finger machen, im 3. Bund. Oder als Barré, so. In E-Dur-Spielweise. Dann E-Is-7, also B7, wie gehabt, so. Oder in E-Dur-Spielweise so, jeweils ohne mittlere. Der macht nämlich die 7 aus, wenn er weg ist. Dann H7, wie gehabt, so, im 2. Bund ohne mittlere. Oder im 7. Bund in E7-Spielweise. Das waren auch alle 7er, und zwar Dur-7er, die Moll-7er. Gehen folgendermaßen: C-Moll war das, dritter Bund Barré. C-Moll-7 lässt einfach auch wieder den mittleren weg, einfacherweise. Also so. Dann Cis-Moll-7, eins nach oben verschoben. Hier ist auch wieder eine E-Stellung möglich, und zwar Cis-Moll. Ganz normal Standard im 4. Bund in A-Moll Greifweise war auch möglich. Cis hier oben im 9. Bund in E-Moll Greifweise und den 7er kriegt man, indem man den kleinen Finger loslässt, also nur noch den Ringfinger hier lässt. Und so geht es wieder für alle. Also D-Moll war. Ich gehe jetzt nur die Barrés durch. D-Moll war im 5. Bund A-Moll Greifweise so. Entsprechend D-Moll-7, mittlerer weg. Oder im 10. Bund E-Moll Greifweise, voll D-Moll. Und D-Moll-7, kleiner Finger weg. E-Moll sind wir hier unten angekommen wieder. Voll E-Moll.
E-Moll7 den weglassen, also nur ein Finger auf der Gitarre. Oder entsprechend zu E-Dur7 von vorhin den kleinen da unten hin. Nur als Moll. Oder hier oben im siebten Bund. F-Moll7, entsprechend F-Dur, F-Moll, F-Moll7. Nur ein Finger, außerdem Barre-Finger auf der Gitarre. Dann Fis-Moll7, G-Moll7, Gis-Moll7, A-Moll7. Hier auch wieder ohne Barre möglich. A-Moll war hier. A-Moll7 loslassen einfach. Oder wieder wie bei E den kleinen Finger unten hin. Dann A-Is-Moll7, sprich B-Moll7. Im ersten Bund Barre. Oder im siebten Bund in E-Moll7 greifweise. Ne, im sechsten Bund meine ich. H-Moll7, im zweiten Bund oder im siebten Bund jetzt. Und das waren auch alle Moll7er. Das sollte für den Anfang mal reichen. Hin und wieder wird noch Major7 gebraucht. Das bedeutet, es handelt sich bei dem Intervall, bei dem Entscheidenden, nicht um eine kleine Septime, sondern eine große Septime. Üblich ist D-Major7, schreibt sich D-M-A-J-7, greift sich einfach so. Der Zeigefinger auf die letzten drei Saiten im zweiten Bund legen und ab der dritten Saite spielen. Fürs Verschieben ist eigentlich wieder nur ein Griff wichtig. Ich zeige mal am Beispiel von D-Major7. Also fünfter Bund. Die Herleitung ist, fünfter Bund D-Dur war so in A-Dur greifweise. Jetzt kann man sich wieder alles überlegen. D-Dur7 war mittlerer weg. So. Das war jetzt, wie gesagt, wenn man 7 sagt, meint man immer die kleine Septime. Jetzt sind wir also einer zu weit weg mit dem mittleren hier gewandert. Das heißt, wir brauchen genau den in der Mitte zwischen dem fünften Bund und hier dem siebten Bund, den ich losgelassen habe, also den sechsten Bund, greife ich um und zwar so, dass so ein Dreieck entsteht. Und den kann ich überall hin verschieben, sprich C-Major7, Cis-Major7, D-Major7, Dis-Major7, E-Major7, F-Major7, Fis-Major7, G-Major7, Gis-Major7, A-Major7 würde ich nicht mehr hochschieben, kann man auch hier unten greifen mit Leerseiten. Dann B-Major7 und H-Major7. Somit haben wir alle Dur-Akkorde, alle Moll-Akkorde, alle Dur-7, alle Moll-7 und alle Major-7. Das könnte für den Anfang mal reichen. Und Ende.